Guten Tag und hallo, liebe alteingesessenen Worldmark-Abonnenten und liebe neue dazugekommene The Kettlestone Jünger. Ja, wir freuen uns, dass ihr auch jetzt an Bord seid und hoffen, wir haben eine gute Zeit zusammen. Wichtige Nebeninformation: am Ende des Videos gibt es zwei dicke XXL-Tuber-D-Tickets zu gewinnen, also dranbleiben. Nächste wichtige Nebeninformation ist, dass mein zweites Scheinwerferlicht kaputt gegangen ist und dass deswegen alles so kacke aussieht. Trotzdem viel Spaß! Yes, ist ein Bau. Legen wir los mit Neuigkeiten zum Web-Videopreis, der Preis des Videos im Web. Am Montag, dem 24.03. ist die Nominierungsphase des Web-Videopreises gestartet. Endlich. Aus über 7000 Einreichungen wurde die Auswahl nun stark begrenzt und in 13 Kategorien aufgeteilt. Mit dabei sind Web-Video-Stars wie unter anderem Joyce, Die Außenseiter, Dena, Adcrime, Top 10, David Hein oder BA Turkish. Zusammengefasst also richtig gute YouTuber. Also Tipp, was das Zeug hält. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich spreche heute wahnsinnig schnell. Es geht um Gronkh und Sarata. Gronkh und Sarata. Wer schon immer mal die beiden Let's Play Stars live erleben wollte, sollte sich den 12. April dick anstreichen. Im Rahmen der International Games Week werden die beiden ein Let's Play Together live veranstalten. Das Ganze findet vom 8. bis zum 13. April 2014 in Berlin statt. Im nächsten Thema geht es um eine von Googles genialen Ideen, YouTube kinderfreundlicher zu gestalten. Dafür entwickelt YouTube momentan eine eigene Version von sich selbst. Fragt mich nicht wie, aber der Anteil an Kindern, die unter 10 Jahre alt sind und auf YouTube aktiv sind, steigt und gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote für sie. Um das zu machen, soll eine eigene kinderfreundliche Videoplattform geschaffen werden. Das Besondere daran ist auch, dass auch Werbung, Kommentare und Links jugendfrei sein sollen. YouTube plant also eine Seite zu schaffen, der Eltern vertrauen können. Was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt es in die Kommentare. Meine Meinung dazu habt ihr ja schon so halb mitbekommen. Es gibt heute in der Webvideo-Welt genau zwei Eilmeldungen und eine davon hat Waititi verursacht. Es sieht nämlich so aus, als ob die mit halbem Bein in der Scheiße stecken. Denn laut dem Report Mainz sollen sie für eine Produktplatzierung bis zu 50.000 Euro bekommen haben. Die Bezirksregierung Mittelfranken soll nun ein dickes Prüfverfahren gegen Waititi eingeleitet haben, denn sie sollen in mehreren Videos Schleichwerbung eingestellt haben. Was an sich ja so schlimm nicht ist. Naja, Mediakraft soll intern angewiesen haben, nur Produktplatzierung gegen Geld zu machen, ohne es jedoch öffentlich anzuzeigen. Machen wir mal weiter mit einer spontanen Short News, weil uns die Zeit wegrennt, ich es euch aber trotzdem mitteilen möchte, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, denn der Ministerpräsident Erdogan, das ist der Ministerpräsident der Türkei, hat nämlich jetzt in der Türkei durchgesetzt, dass es dort keinen Twitter mehr gibt. Er äußert sich selbst zum Thema so: Die internationale Gemeinschaft kann dazu sagen, was sie will. Mich interessiert das überhaupt nicht. Der Grund dafür war, dass irgendwelche Telefonmitschnitte von ihm auf Twitter landeten, die eigentlich auf YouTube hochgeladen wurden, aber ja, egal. Mach mal den Twitter weg. Worüber schon in den letzten Tagen heiß spekuliert wurde, ist jetzt zur Realität geworden, denn Disney hat die Maker Studios gekauft. Damit wurde der größte YouTube-Deal der Geschichte abgeschlossen, denn für 500 Millionen Dollar kauft Disney die Maker Studios. Was auch viel ist. Falls jemand die Maker Studios nicht kennt, in ihm ist sogar PewDiePie vertreten. Der meist abonnierteste Kanal auf YouTube. Ja Leute, das waren die Broadmark News. Deswegen kommen wir nun zu dem Gewinnspiel, was ich am Anfang angekündigt habe. Ich hoffe, ihr freut euch auch wie ich. Denn Broadmark vergibt einmalig zwei Tickets. Einmal für den XXL-Tuber Day. Der gute Jimmy, also der Veranstalter von dem Ganzen, war so nett und zwei Tickets dafür auszuhändigen. Und wir beide haben uns zusammengesetzt und uns da was überlegt, wie ihr das am besten gewinnen könnt. Und zwar folgendermaßen. Wenn ihr die letzte Broadmark News Folge genauer angesehen habt, solltet ihr in circa Minute 1 was gesehen haben. Und zwar ein R am, hier, am Rande des Bildschirms. Ein großes R. Dieser Buchstabe ist der erste von 9 Buchstaben, den ihr herausfinden müsst, um an das Lösungswort zu kommen. Jetzt die Frage, wo sind die anderen Buchstaben? Der zweite Buchstabe ist hier in der Folge wieder am Anfang oder am Ende, ich weiß nicht wo, versteckt worden. Und ja, die anderen findet ihr in den Artikeln auf broadmark.de. Damit euch das natürlich nicht so schwer fällt, die zu finden, kündigen wir das immer auf unserer Facebook-Seite an. Also alles ganz leicht. Ein Buchstabe ist dann immer am Ende eines Artikels groß und fett zu sehen. Das geht so lange, bis wir nach und nach die Buchstaben veröffentlicht haben und uns der erste Broadmark-Abonnent vielleicht eine E-Mail an
gewinnspiel@broadmark.de. Ja, hingekriegt, schickt. Also wer am schnellsten ist, gewinnt. Ja, ist ja ganz einfach, oder? Falls euch das jetzt irgendwie alles zu schnell war, ein Artikel wird es dazu auch noch geben. Falls ihr jetzt denkt, ich gewinne da eh nicht, da machen eh so viele mit. Nein, nicht unbedingt, denn Broadmark hat erstens nicht die Millionen Abonnenten, noch haben viele die minimale Ausdauer dazu, überhaupt so lange am Ball zu bleiben. Also macht mit und ihr gewinnt höchstwahrscheinlich einmal zwei Tickets für den XXL Tuber Day. Viel Glück! Mann, wie ist die Folge lang geworden? Deswegen kommen wir nun schnell zur Community-Ecke. Viele Kommentare sind zu uns durch die Dominik-Welle angespült worden und wir haben uns zwei ausgesucht. Kommen wir zum ersten Kommentar und zwar von Steam Raven. Schnelle Schnitte, benutzernahes Format, junge Redakteure und Moderatoren. Mein Interesse ist geweckt. Freue mich auf viele News und informative Artikel. Die Website wirkt hochprofessionell und strukturiert, so kann es bleiben. Ja, wir danken dir, Steam Raven. Das war auf jeden Fall genug Lob, dass unser Ego die nächsten Stunden gesund bleibt. Danke dafür. Kommen wir zum Kommentar von TheDrummer80. Ich liebe dieses Format. Ich finde, es ist so wie alles bei euch, ein bisschen retro gestaltet und das gefällt mir. Zudem ist die Website etc. wirklich sehr informativ und das seit Beginn vom Roadmark. Macht weiter so, Jungs. Schöne Woche euch allen. Mit freundlichen Grüßen, Markus. Auch diese Worte zähle ich natürlich zu den schönsten der Woche. Dankeschön. So Leute, es ist mal wieder soweit. Die Broadmark News sind zu Ende und jeder geht wieder seines Weges. Deswegen wäre es sehr schön, wenn wir uns nächste Woche hier wieder treffen um 16.30 Uhr am Mittwoch und uns gegenseitig die Knüppelreichen und Dominiks tolles Bild bewundern. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke nochmals dem Dominik und ich danke der Broadmark-Redaktion und meiner Mutter. Bis dann, Leute.